Ein herzliches Willkommen hier zurück zu Dauntless mit dem Schmidi. Schmidi wartet auf den neuen Slayer. Und da ist ein Event und da ist eine Kiste, hast du die eingesammelt? Die Frage ist, möchten wir überhaupt hier hingehen? Weil wir sind in einem hochlevelgradigen Gebiet und hier ist ein Event mit höchster Alarmstufe. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt hin wollen. Das klingt genau richtig für uns. Ich weiß ja nicht. Wir können ja mal, warte, ich bringe uns mal nach Ramsgate zurück. Dann können wir nämlich die Quest geben. Dann können wir eine neue holen. Okay, machen wir es so. Machen wir es so. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das überleben wir mehr. Ja, nach Ramsgate, das überleben wir. So, Abfahrt! Abfahrt! Abfahrt 3. 2. Uns. Was stehen Belohnungen? Wer gibt mir heute Belohnungen? Der Georgie? Nee. Der achte, die Dr. Prirani. Ich hätte schon lange aufbrechen können. Erkundungsverdienste, Kampfverdienste. Dankeschön. Hast du noch mehr? Natürlich nicht. So, die Sache ist aber, ich habe keine anderen Quests mehr. Ich habe jetzt nur noch meine Kopfgelder. Spiel, was möchtest du, was soll ich denn jetzt machen? Wohin muss ich? Was muss ich machen? Spiel. Ich dachte, du gibst mir Zeug zu arbeiten. Hast du noch was zu reden? Leuchtest so. So golden. Ich habe Level 3 Belohnung. Ach, Kopfgeldmagen, ja. Glad you're on our side. Super, und weiter im Text. Also ich würde auf jeden Fall gerne nochmal da zurückkehren, weil ich ja die eine Waffe möchte. Aber ich gucke jetzt gerade mal, wie viel ich da noch brauche. Was brauchst du da genau dafür? Warte, ich sag's dir gleich. Ich mache noch ein paar Kerne auf, was die mir geben, keine Ahnung. Geben mir Geld. Und zwar... brauche ich Schuppen noch. Schuppen. Schuppen von? Penga. Ah, so, okay. Sonst habe ich alles. Man braucht da Rams, man braucht gefrorene Rückenplatte, man braucht eine essige Braunschuppe und dann noch. Guck mal kurz, was ich Neues machen kann. Eine Schuppe. Und das hat einen Betäubungsschaden. Das ist richtig geil. Vielleicht kann ich. Oh, ich kann neue Rüstungsteile machen, aber ich weiß nicht, ob ich die überhaupt haben möchte. Boah. Vielleicht ist das Spiel so gedacht, dass du dir quasi eine Rüstung zusammenlegst und dann immer in welches Gebiet du gehst, du dann die andere Rüstung an hast, weil du ja siehst, ja, das ist ein Eisgebiet, dann tust du was für Eiswiderstand anziehen. Oh, Schmidi. Was gibt es? Ich bin mir doch gerade nicht sicher, ob ich nicht doch eine andere will. Was willst du noch? Was ist... Da gibt's noch ein verkohltes Hackbeil, nachdem 100 verkohltes Hackbeil. Ja. Nachdem 100 Ausdauer verbraucht wurde, stößt der nächste Angriff einen Flammenkegel aus, Boah. Der 100 Brandschaden an jedem einzigartigen Ziel oh, innerhalb hier, des ich Kegels. Ich hab hier eine neue Waffe. Oh, die ist auch vom Panga. Panga. Die macht 40 Schaden. Das ist doppelt so viel, wie meine macht. Und macht 32 mehr Schaden gegen Feuer. Leider nur gegen Feuer und gegen Eis weniger. Oder warte, wenn aufgeladen, fügt der nächste Angriff eine Frostmarkierung zu, die nach 30 Sekunden 1000 Frostschaden verursacht. Oh. Klingt nach viel. Ich weiß nicht, ob es viel ist. Ach, weißt du was, Schmidi? Wir holen jetzt einen Penga und danach holen wir den Cherok und ich mache einfach beides. Du kannst, wenn du bei ihm hingehst, kannst du auf Verfolgen klicken. Dann wird dir wahrscheinlich sagen, was du alles dafür brauchst. Ja, also bei... Kann ich beides verfolgen? Ja, okay, sehr gut. Also gehen wir nochmal zu Penga zurück, oder? Du willst ja auch eine Penga-Sache, oder? Ich guck gerade nach, ja. Aber ich glaube, das ist geil. Die Penga-Sachen klingen geil. Oh, was bist du denn? Was bist du? Du bist doch kein Hammer mehr. Du bist ja irgendwas anderes. Du bist ein Morgenstern auf dem Stock. Dafür brauche ich was? Cherik. Brauchst du Cherik? Auch, ja. Okay, das heißt, ich tue das hier
fixen und ich tue das hier verfolgen. Oder warte, ich guck grad mal auch noch nach Rüstungen, ob ich da was möchte. Ja, Rüstung muss ich auch. Geh ich jetzt hin. Weil da kam bestimmt mehr Zeug dazu. Obwohl, ich habe eine geile Rüstung eigentlich. Ich habe immer eine bessere Rüstung für... Ach, kann ich nicht machen. Was fehlt mir? Penga, okay. Ich würde mir eine Rüstung aus Penga machen, weil dann bin ich gegen Eis besser. Glaube ich. Dass ich das haben möchte. Oder ich crafte mir diese hier. Ja. Oder was für einen Effekt hast du? Betäubungsschaden, okay. Oh, die ist aber gut. 20% mehr Schaden gegen verwundete Teile. Ich kann mich da mal nie entscheiden. Ich weiß. Ich crafte die jetzt einfach. Tu die ausrüsten. Körper. Gibt's was gegen Körper? Irgendwas Cooles, was ich haben möchte? Ob ich einen positiven Effekt haben möchte und dafür halt einen negativen in Kauf nehmen oder mehr Rüstung? Ich glaube, nee, ich glaube diese positiv-negative Effekte, ich glaube, du tust dir jedes Mal, wenn du in ein neues Gebiet gehst, eine andere Rüstung anziehen. Das heißt, du machst alle und dann kannst du aussuchen, welche du haben möchtest, in welches du Gebiet halt gehst. Ja, zum Glück bin ich sehr entscheidungsfreudig, nicht. Betäubungsschaden. Da nochmal Schaden. Boah, ich mach mir so eine Rüstung. Aus Quillshots. Die gibt mir 20% mehr Schaden gegen verwundete Teile auf jedes Rüstungsteil. Oh, dann gibt's so coole Sachen. Ich will erstmal meine Waffe, glaube ich. Die hier kann ich machen. Warte. Wundschaden. Nee, dann lohnt sich's nicht. Obwohl. Ach komm, ich mach mir eine 20er Rüstung. Stehen ist Level lobt. Achso, meinst du einfach den Verteidigung? Ja. Oder ja, genau. Schildzeichen 20? Ja. Ich glaube, das ist einfach. Ja, genau, das ist einfach Rüstung insgesamt, die du hast. Betäubungsschaden. Ja, ich mach mir eine Shrike-Rüstung. Guck dir mal den Gnascher-Treter an. Das sind die Hosen. Da kriegst du 50% mehr Gesundheit. Und die Heilung von allen Quellen wird erhöht. Die hole ich mir auch. Und die gibt mir mehr Rüstung. Okay. Wir können noch Sachen freischalten. Das mache ich jetzt Kannst mal. Kannst du immer Sachen freischalten? Ich will mir nicht so viel Sachen freischalten können. So, ich hab jetzt ganz viel geholt und Alter, wie sehe ich aus? Ich sehe ja ganz neu aus. Du siehst jetzt meine schönen prachtvollen Haare. Meine prachtvollen Haare. Also, ich habe was gerade gemacht, was ich gar nicht wollte. Shit. So, ich brauche Felsen, verbrannte Felsenhaut, ein schwelender Schwanzstachel und eisige Braunschuppen. Mit Penga und das andere. Hab vergessen, wie er heißt. Quillshot, glaube ich. Also Penga brauchen wir beide. Das heißt, das können wir ja als erstes machen. Das können wir jetzt machen, ja. Ich muss noch kurz was gucken. War das Cherik? What do you know? Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Du bist Penga und du bist Cherik. Du brauchst auch Cherik, ne? Cherik, ja. Dann ein Gegenvorschlag. Lass mal zum Cherik zuerst gehen. Weil der hat ein wenigeres Level. Das heißt, wir können damit XP farmen und vielleicht genügend Level kriegen, um auf mit dem Penga zu sein. Auf dem Weg des Slayers. Ja, wie bist du da schon? Ja, ich bin gerade am gucken, ob ich doch was anderes brauche. Weißt du, kannst ja manche Sachen freischalten auf dem Weg des Slayers. Ja, ich habe keine Verdienste mehr. Ich kann da kaum mehr was holen. Ich habe aus Versehen vorhin was geholt. Voll dumm. Aus Versehen. Ach, du wolltest was anderes? Ja, ich habe einen Ausrüstungsslot geholt. Da kannst du mir sagen, was das macht. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das macht. Kannst ja, dann hast du halt einen Ausrüstungsslot mehr.
Ach, den Ausrüstungslot. Weil es gibt noch einen Rüstungsteilslot, kannst du höher machen. Und ich verstehe das nicht, weil du hast auch deine Rüstung. Wie kannst du eine Rüstung noch mehr anziehen? Ja, da kannst du noch mehr aufbewahren, glaube ich. Jagd. Warte. Ah ja, toll, ja. Warte. Oh, Lukas. Oh, ich habe es gecheckt. Okay. Wie viel? Warte, weg des Layers. Wie viele Erkundungsverdienste hast du noch? Das sind die mit dem Drachen, nicht die Schwerter. 110. Okay. Geh mal auf Stufe 4 vom Weg des Layers. Links kannst du einen Ausrüstungsset-Slot freischalten. Ja, das habe ich ja gemacht. Das hast du gemacht, das ist gut. Weil, jetzt kannst du in dein Inventar gehen und du siehst in der Mitte deines Inventars unter deinem Charakter die Speicherung deiner Slots. Das heißt, das, was ich dir vorher gesagt habe mit es kommt darauf an, in welches Biom du gehst, tust du eine andere Waffe und Rüstung anziehen, ist genau das. Das heißt, du kannst jetzt im Slot 1 kannst du jetzt was zum Beispiel gegen Feuerbiome machen und im zweiten gegen Eisbiome. Das ist schlau. Das ist gut. Okay, das mache ich mal. Das heißt, hier ist gegen Feuer. Oh, man kann so viel machen. Ich bin mir jetzt unschlüssig. Ich bin schlüssig, ich weiß, wohin ich will. Da gibt es so richtig geile Rüstungsteile. Wo sehe ich die? Ich muss das mal gucken. Wo ist das denn? Laterne rein. Laterne, okay, Laterne. Der. Sonne, Mond und Sterne. Heilungsboost freischalten aus der Original. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Nicht. Heilungsflaschen-Upgrade. Wir sind noch nicht so weit oben, okay, dass wir. Wann können wir denn andere Ausrüstungen freischalten? Wahrscheinlich mit Weg des Layers, wenn du in ein anderes Gebiet hast, kommen andere Items dazu, die du von den Gegnern kriegst. Ach so, stimmt. Ja, anderes Gebiet, andere Items. Stimmt, klar. Genau. Das ist ja an den Drachen, an den Behemoths festgemacht. Stimmt, genau. Klar. Wenn du einen neuen Behemoth hast, kannst du auch die Rüstung dafür haben. Logisch. Krieg ich noch mehr Grausamkeit? Hört sich komisch an, aber ich brauche mehr Grausamkeit. Gib mir alle Grausamkeit, die ihr habt. Ja, komm, ich mach Shrike. Das mache ich jetzt. Hast du Grausamkeit? Nee, du bist Dornen besetzt. Ich will meine Grausamkeit. Wo ist meine Grausamkeit? Nein. Bist du Grausamkeit? Ich weiß nicht, ob du Grausamkeit bist. Bist du Grausamkeit? Weil Shrike hat zum Beispiel keine negativen und keine positiven Effekte. Mhm. Und hat, geh mal kurz in den Inventar. Warte. Muss kurz. Nee, das ist nicht Grausamkeit. Nee, kann nicht sein. Okay, nee, hat sich erledigt. Brauch, naja, Grausamkeit. Ja, aber was wir auf jeden Fall brauchen, das ist. Ich brauche Sherek und. Was habe ich noch gesagt? Panga, genau. Komm mal zu Omi. Ich mache mir mal ein paar neue Tränke. Das heißt, was haben wir gesagt? Was machen wir als erstes? Was machen wir nochmal als erstes? Sherek. Ich mache ein paar Ausdauer? Nee, ich mache ein paar. Ich habe ja gar nichts. Dann liegt's hier. Was meinst du? Ich habe ja noch gar nichts. Noch gar nichts was? Ah, ich kann wieder Kopfgeld machen. Nice. Ja. Golden. Okay. Lege 12 Behemoth. Das war ich.
So, ich habe Elixiere gemacht. Jetzt mal ausrüsten. Erziel. Okay, ich hab jetzt zweimal 12 Behemoths. Zweimal 12 Behemoths machen. Und 6 Behemoths mit Axt. Ich muss einmal 8 und 3 mit. Einmal 3 und einmal 8, genau. Okay. Okay, wie siehst du aus? Sag mal, ja. Jo. Siehst du meine schönen Haare? Die habe ich unter meinem Hut versteckt. Okay, Cherek. Warte, ich muss einen anderen. Damit gehe ich in Slot 1 rein. So. Wo ist denn der Cherek? Hier, Bernstein. 5 bis 8 Level. Pff, kein Problem. Easy peasy. Easy peasy. Aufbrechen. Es ist so. Man kann, da gibt es auch so cool, weißt du, da gibt es manche Sachen, die sehen einfach nur cool aus. Ja, genau, genau. Das ist immer so, aber dann, nee, das hat so viele Nachteile oder das ist nicht das, was ich brauche. Ja, aber ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit einer Rüstung ist, die gar nichts hat. Also keine Vor- und Nachteile, aber dafür halt einfach stark ist, weißt du? Das hatte ich, hatte so einen Mix. Ich hatte, glaube ich, meine Schuhe waren die einzigen, die so einen Effekt hatte. Der Rest war einfach normal. Ich glaube, da bin ich gar nicht so abgeneigt davon. Ja. Weil so eine Allzweckrüstung, wo man jetzt nicht immer aufpassen muss. Genau. Wie gesagt, du machst mit dem Profil wahrscheinlich und dann kannst du ja auch egal sein. Ist das ein Cherek da unten? Ich glaube nicht. Vielleicht. Guck mal nach. Doch, ist einer, glaube ich. Ja, ist ein Cherek. Och nee. Die hat 1000 Schaden. Bitte was? Ja. Was machst du denn da? Nee, das war nicht ich, das war der eine. Ach, der andere, oder? Was für ein Level ist denn der? Kann ich mal nachschauen? 200.000 Schaden. Das war also einfach. Ich möchte nachschauen, was für ein Level die sind. Okay, rennen weiter. Okay. Cherek. Ja, wo ich habe alles für Cherek. Hast du alles für Cherek? Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich es angucken kann. Unter den Quests einfach, wenn du es verfolgt hast. Ah, ist es bei Quests dann? Genau, kannst du einfach durch. Also ich weiß nicht, ob du die Quests rechts durchscrollen kannst, aber ich habe Knöpfe. Ich kann mit Komma und Punkt. Kann ich durchscrollen. Und da siehst du dann, was du alles schon hast. Das Problem ist, ich kann das bei mir nicht anzeigen lassen. Meine ich ja deswegen. Bei Controller ist vielleicht nicht so. Aber ich weiß nicht. Ah doch, jetzt sehe ich es. Beziehungsweise, nee, ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie komisch. Ich kann einfach neue holen. Generell, weiter. Ja, ich hole auf ihn. Ah, ich hab's. Ja, ich brauche noch. Warte. Bei Cherek habe ich alles. Echt? Okay, da geht's. Geh zu unserem
Gehen wir direkt zum Penga oder sollen wir erst... Zum Penga. Kann ich mal kurz Inventar, hier die nächste. Ah, okay, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Kannst du mir wahrscheinlich Schultertasten oder so? Nee, einfach die Trigger drücken. Ah. Also, nee, also... Doch, also meinst du die Sticks reindrücken? Oder? Ja, die Sticks natürlich. Okay. Die Sticks. Also den rechten Stick. Was die Thumb-Sticks. Ja. Sticks. So, jetzt brauchen wir Penga. Oh, ich darf. Warte. Danach können wir direkt Strike machen. Oh, das ist ja nervig. Oh, egal. Das ist halt ein Penga da unten. Das ist kein Penga. Dann lassen wir den. Gucken wir es hier. Wow. Warte, wie hoch ich bin. Da hinten ist ein Grün. Ach, okay, das bist du. Wow, guck mal. Alter, ich bin auf einer der Inseln oben und hier ist ein Haufen Erze zum Abbauen. Cool. Bin ich hier hochgejietet. Gucken, ob das ein Penga ist. Das war kein Penga, das war ein Scar. Oh, keine Ahnung, wo du bist. Ich bin sehr weit weg. Ich war jetzt gerade in einem 3-Sterne. Da bist du. Ich bin direkt 10, über dir. Guck mal. Hallo. Level 10 Scarn. Den wollen wir nicht. Wir gehen zu den Boys, oder? Da rechts. Geh mal rechts rum. Ich glaube, das sehe ich ein. Aua. Warte, wo bist du? Ich habe gerade gesehen. Wo warst du? Ich habe dich verloren. Da, wo die anderen sind. Ah, da bist du. Das waren das, ja. Ich habe hier einen Penga. Wo? Rechts von denen, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo du bist, deswegen kann ich dir nicht sagen. Ah, ich sehe dich. Ah, okay, hier. Was hat er für ein Level? 10, 2 Sterne. Warte, ich schick mal ein Leuchtsignal. Stimmt. Bei Level 10 ist schon heavy. Ja, für uns. Oh, der haut richtig rein. Aua. Nö, ich glaube nicht. Anlauf, der nimmt Anlauf. Oh. Ja, ich nehme ihn mit. Ist egal. Ach, zu spät. Alter. Wegloben.
Oh, ja. Bin ausgewichen. Ja, falsche Richtung. Okay. Grin. Oh, die da hinten stehen oben sind. Yes, er liegt. Da hinten liegen 4 Leute. Hilfe. Im roten Büro. Da, da ist Leute. Das muss sich aber lohnen mit unserer Waffe, ne? Ja, wirklich, ey. Ey, was war das denn? Oh, schön. Wir haben das Viertel geschafft. Ah, oh, jetzt hält er. Das ist alles nice. Ah, die haben unseren Ruf gehört. Das ist also mein Ruf. Ich weiß überhaupt, wo du gerufen hast. Ja, ich habe inzwischen genommen. Na, guck mal, sofort liegt der. Also ich finde, das macht schon Spaß, wenn man da einfach dazukommen kann. Und dann ja, so auf dem Weg, kannst du doch. Au, reinhauen. Hilfe rufen. Den zusammen erledigen. Das ist schon nice. So, Haltung habe ich keine mehr. Was ist das für ein komisches Licht hier? Oh, das habe ich nicht gesehen. Vergiss nicht deinen Geschwindigkeitsboost. Mach hier mal. Yes. Da denke ich mir nicht dran. Wirklich OP. Aber doch, kriegen ganz gut runter. OP sein Vater. Mich wollen gefühlt 5 Leute wieder auf. Ja, alles so nice. Ja, geschafft. So, warte. Okay. Ich habe keine Plänger-Schuppe gekriegt. Was. Glaube ich. Ja, mir fehlt eben einmal noch eine braune Schuppe. Okay. Ich habe genug Braunschuppen, mir fehlt eine allgemeine Plänger-Schuppe. Oh, da hinten ist eine Vorratskiste. Wo? Hier hinten. Hey, du hast, ich hab 7 Braunschuppen und mir fehlen aber noch eine Pengerschuppe. Ich hab 17 Pengerschuppen. What the fuck? Kannst du mir was abgeben? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht das so nicht. So einfach. Ja gut, dann brauchen wir es nochmal einen Penger. Das ist ja voll dumm. Machen wir das aber in dieser oder nächsten Folge?
Ah, die geht jetzt schon 30 Minuten, ja. Ja, da machen wir mal. Oh, ich höre schon. Ich höre schon was. Dann machen wir mal nächste Folge weiter. Okay, dann machen wir da weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.